So, meine Freunde, da sind wir wieder. Dann würde ich sagen, auf die vorletzte Kammer. Ein paar Gegner hier killen. Bei idealer Weise. Noch 10 Gegner killen. Ah, das wäre cool, wenn die Fledermäuse auch zählen würden. Weg hier. Ernsthaft. Was haust du mir jetzt hier am letzten Raum oder was? Ja, wie es aussieht schon. Ist meine Shorts, Junge. Schade. Ich hätte noch 7 Gegner killen müssen, weil jetzt muss ich noch einmal durch den Raum und dann schaut's schlecht aus. Dann kriegen wir echt noch einen dritten Fluch vor Beginn. So, schauen wir mal. Da würde ich sagen, das lassen wir. Oh. Mit dem Laden gehen. Bosse. Weil wie. Hier. So. Ah, das ist jetzt die Frage. Kombo-Abschlussangriffe verbrauchen keine Ausdauer. Da geht's schon los, dass ich gar nicht weiß, ob ich überhaupt da so oft dazu kommen werde beim Endgegner. Schaden gegen vergiftete Gegner. Macht halt wesentlich mehr Schaden und hat auch Blitzangriffe. Ich will die nehmen. Auch mit dem Hintergrund, dass sie mehr Schaden bei Bossen macht. Ach stimmt, jetzt habe ich ja doch. Kriege ich ja doch keinen dritten Fluch. Wegen unserem Relikt. Oh, danke, danke, danke. So. Hier nochmal eine Heilung mitgenommen. Jetzt geht's um die Wurst. Wer ist er denn? So, jetzt schauen wir mal noch mal kurz unsere Sachen durch. Schaden. Hätte ich nicht verkehrt bei 5000 Gold. Mit halt. Dann pro Schaden mehr Gold. Was wiederum dafür dann? Der normale Hammer gegen Bosse der Raum.
Hier aufladen kann ich ihn schwächen. Hier natürlich, der dicke Hammer kann ich reinprügeln. Ja. Das jetzt hier. Sehen wir uns halt auch nicht besser. Ruhig jedes Mal wieder wecken, bis also der Halt ich kann nicht. Okay, das ist jetzt schlecht. Hinbekommen. Ja, Leute, no chance, Alter. Schlechte Waffen. Auch wenn ich gedacht habe, ich bin gut ausgerüstet, aber ich müsste die Gegner schneller töten, als dass er sich heilen kann. Wie ich auch immer das anstellen will, wenn ich ehrlich bin. Ja gut. Haben wir den Boss jetzt auch gesehen? Auch wenn ich mir dafür leider nichts kaufen kann. Ja. Schaden, wenn... Schlecht. Mir machen. Ja, echt eine üble Nummer, Alter. Gut. Oh. 25 Chance automatisch zu parieren. Weniger. Waffe behalten wir sie nicht. Wenn wir hier mal nochmal gucken, 80% von 90%. Das heißt, ich werde dann wohl. Gehen wir hier rein. Ich werde dann wieder bis zum Boss zocken. Dann werde ich
Anhalten und die Aufnahme dann erst starten, wenn wir wieder beim Boss sind. Vielleicht ist es nicht wieder so lang mit Anjan. Gibt jetzt auch Spannenderes als das gefühlt das gleiche Level mal zu sehen. Gut, aber so lange werden wir noch zocken, wenn wir Zeit haben. Wir stehen ja erst 10 Minuten, von daher. Wir das Ganze hier nochmal ruhig angehen lassen. Beziehungsweise soll ich schon schauen, dass ich hier zügig durchkomme. Ich habe keine Lust. Das hier noch 30 Mal zu spielen. Gold. Hat mit Blitz. Kann ja mal nehmen. Mein Berg voll. Das nehmen wir auf jeden Fall mit, weil das wird dann noch ganz wichtig werden. Dann gehen. Gold haben wir vermutlich gar nicht, aber gehen wir da lang. Gucken mal, was wir Feines bekommen. Hey Leute, ich bin's. Einfach das Licht aus. Schaden mit Blitz schon wieder. Dann nehmen wir auch mal mit. Heißt, vielleicht finden wir eine Imba-Blitzwaffe. Wäre ja durchaus möglich. Mit den Fallen müsste er schon früher aufstehen. Bin ich oft genug reingefallen mittlerweile. Hier 30 Meter weit hier einen Sturmangriff machen. Basisschaden pro Fitnesspunkt. Mir die Geschicklichkeit. Ich noch weiß. Gesundheit und Schaden. Auf jeden Fall. Noch eine schicke Waffe dazu. Alles losgehen.
echt lustig manchmal. Denke ich mir, ich weich aus und bin dann. Ich will nicht sagen zu blöd. Aber aus irgendwelchen Gründen verpenne ich dann dich zu drücken. Ja, Dickerchen. Hätte ich nicht gewollt, aber auch okay. Ah, jetzt ist aber Ruhe, oder? Dankeschön. Jetzt gib mir doch mal was Feines. Aufgeladene Angriffe schwächen Gegner. Wert. Kombo Abschluss. Schaden. Ja, das ist verkehrt. Was ist? Blitz. The Night. Aufgeladene Angriffe schwächen Gegner. Dann ging. Schaden mit einem Wert. Entfernt ein Verderbnis. Ja, ich würde sagen, da sind wir dabei. Schade, dass wir die Waffe dann nicht mehr zu irgendwas machen können, zu was Brauchbarem. Ein bisschen Gold. Gebrauchen, nachdem ich bloß noch 560 habe. Aber wenn mich jetzt so ein Teil nochmal trifft, flippe ich aus. Also. So, vom ersten Boss kann ich gar nicht. Dann muss ich doch die Heilung nehmen, sonst wird es ganz schwierig. Nehmen wir mit. Easy going double kill. Echt so bis zum ersten Boss, Alter, ist man gefühlt in einer Minute durch. Wer ist alle, dann gibt man nur die Gesundheit. Waffe oder ein Attribut? Wir müssen jetzt da mal eine ordentliche Waffe finden. Welche Waffe? Oh. Und machen wir noch und dann beende ich die Folge. So, was geht hier ab? Fallen lassen. Für uns. Bogen. Oh.
Das war mal eine geile Kombo. Biss gewähren für 5 Sekunden einen Schub auf die Bewegungsgeschwindigkeit. Okay. Ich noch nie. Können wir doch echt mal ausprobieren. Ah, okay, so ist das gemeint. Da. Ja, gut. So viel Kohle habe ich ja nicht mehr. Weniger Sinn. Generiert Gesundheit. Ja, nice. Dicke Hammer. Nimm meine restlichen Kröten. Dann brauchen wir auf jeden Fall Gold. Feuerschein brennt eine dunkle Flamme, die das Entfachen eines Feuers verhindert. Ja, wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst einen Daumen da. Ich hoffe, den Endboss kann ich euch dann das nächste Mal zeigen, aber der letzte hat mich richtig überlegt. Da hätten wir echt irgendwie besseres Equipment braucht, weil so schnell konnte ich die Gegner gar nicht töten, wie er sich dann geheilt hat. Also von dem her, obwohl wir 3000 Leben hatten. Ich glaube, es ist echt wichtiger, mehr Schaden zu machen, als auf Leben zu gehen, aber probieren wir einfach mal aus. Also macht's gut, Leute, euer Stevie B. Ciao.